Hallo liebe Facebook-Freunde, heute bin ich mal alleine vor der Kamera, aber nur deswegen, weil wir gerade einen kleinen Spot gedreht haben für den neuen Online-Kongress, der Anfang 2019, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben, stattfinden wird, jenseits der Realität. Und bin ja auch demnächst wieder viel unterwegs in den USA, in England, in Frankreich, in fast ja, unzähligen Ländern, um eben mit Forschern zu sprechen, die über diese psychologischen, pathologischen und physikalischen Anomalien berichten, die jeden Tag in Erscheinung treten. Und ich spreche mit Menschen, die, ja, wie soll ich sagen, erweiterte Fähigkeiten haben oder besitzen, die es eigentlich in der Wissenschaft nicht geben darf. Ich habe vor kurzem einen jungen Mann interviewt und gefilmt, der tatsächlich es fertig bringt, der Benedikt Maurer, Gegenstände zum Levitieren zu bringen, eine Uhr, sage ich mal, zum Laufen zu bringen, obwohl keine Batterie drin ist, Gegenstände allein mit seiner Willenskraft bewegt, alles Dinge, die die normale klassische Wissenschaft sagt, diese Telekinese, diese Psychokinese gibt es eigentlich normalerweise nicht, weil sich das unsere Grenzen der klassischen Physik sprengt. Ich kann euch aber sagen, die Dinge funktionieren tatsächlich. Und hier handelt es sich nicht um Zauberei oder irgendeine Magie oder irgendwelche Tricks, sondern das ist tatsächlich Real Magic. Ich habe natürlich auch mit Dean Radin gesprochen, der dieses Jahr in Darmstadt bei einem Kongress anwesend war und habe natürlich die Gelegenheit genutzt, mit ihm zu sprechen, auch über dieses neue Buch, was er geschrieben hat, Real Magic, also reale Magie. Und er zeigt darin auf, die Forschungsarbeiten der letzten 150 Jahre, was generell die Wissenschaft eigentlich gut dokumentiert hat, dass diese Phänomene alle vorkommen und dass dieses materialistische Weltbild, das Materie, die Basis des Seins bildet, ich denke mal, nicht mehr lang aufrechterhalten kann, auch wenn der Mainstream momentan dagegen argumentiert und immer noch so tut, als wäre das Universum berechenbar, auch wenn es sehr komplex ist, das ist eben nicht richtig. Und Wissenschaftler oder Physiker, die hier andere Meinungen haben und auch zu anderen Forschungsergebnissen kommen, auch meistens keine richtige Bühne bekommen. Meine Aufgabe ist es, euch diese Informationen zusammenzutragen, euch in einer Dokumentation das aufzuzeigen, und ich freue mich wirklich, nächstes Jahr kommen 4 neue Dokumentationen zu euch. Die erste Dokumentation ist jetzt gerade oder läuft jetzt demnächst an, am 1. November, Geheimniswald im Reich der Naturgeister. Hier habe ich einen ganzen Film allein mit Sam Hess gedreht und die Menschen, die dabei waren, auch die mit uns in den Wald waren und so weiter, die haben eben Dinge erlebt und Sachen erfahren, dass sie tief berührt waren, sehr emotional und auch im Hinblick auf Heilung, auf diese Welt hinter der Welt, eine wirklich sensationelle, fantastische Dokumentation, die eben zeigt, dass unsere vernetzte Natur, unsere Umwelt, dass wir hier wieder den Zugang finden müssen, um eben unsere Art, unsere Spezies auch für Zukunft zu erhalten, um diesen Wahnsinn des Wachstums, dieser Wachstumsspirale ohne Grenzen, hier tatsächlich Grenzen zu setzen und wieder auf andere Werte, auf anderen Umgang mit uns und der Natur und mit den Mitmenschen zu kommen. Die zweite Dokumentation, die gerade fertig geworden ist, die wird auch wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr auf den Markt kommen, heißt Transzendenz, Erfahrungen außerhalb Raum und Zeit. Eine Dokumentation, die einerseits natürlich wieder die Wissenschaftler zu Wort kommen lässt, wie Dieter Boers, wie Stanislav Grof, eines der sensationellsten Interviews, die ich seit langem geführt habe, der darüber berichtet, was es eigentlich bedeutet, wenn wir über unser Wachbewusstsein ins Unterbewusstsein, in das kollektive Unterbewusstsein eintauchen können, über holotropes Atmen und uns erinnern können an unser vergangenes, an ein früheres Leben und in andere Universen und andere Seinsebenen vordringen können. Das sprengt eigentlich das klassische Denkmodell, das wir hier aufgreifen, total. Dann ein tolles Interview mit dem Professor Dr. Godehard von Bündrup, Philosophieprofessor in München, der hier von seiner Nahtodeserfahrung berichtet und natürlich als Philosoph auch damit kämpft, diese Erfahrung in die philosophische Literatur unterzubringen, um hier eben das Problem zu lösen, das ja die Neurologen ja auch haben, die immer noch meinen, dass Bewusstsein vom Gehirn erzeugt wird. Auch hier deuten alle Forschungsergebnisse darauf hin,
dass es nicht der Fall ist. Ich habe hier Menschen drin wie Michelle Bögli, die auch über ihre Nahtodeserfahrung berichtet, Dieter Becker. Ich habe hier den drin, die Doreen Davideit, und das war eigentlich mit Sicherheit das bisher sensationellste Interview überhaupt. Eine Frau, die vor 10 Jahren eine Operation durchleben musste, an Krebs am Hals, eine Kehlkopfoperation. Sie kann seitdem nicht mehr sprechen, also nur ganz, ganz leise flüstern, man versteht sie kaum. Und dennoch hat sie Fähigkeiten, die hat ein Nahtoderlebnis und hat hier Fähigkeiten mitgebracht. Sie kann diese verstorbene Spirits zeichnen mit beiden Händen innerhalb von wenigen Minuten. Und das ist aber vielleicht noch nicht das Sensationellste, ist tatsächlich, dass sie dann eine Lesebrille aufsetzt und man sieht dann, wie sie in dieser Lesebrille eben diese Spirits, die sie gerade gezeichnet hat, natürlich abbilden, und zwar wie in einem Foto. Wir haben das mitgefilmt und mein Kameramann, der hier jetzt gerade hinter der Kamera steht, der kriegt, glaube ich, wässrige Augen, wenn er an diesen Moment denkt, dass man hier zeigen kann, dass hier Dinge passieren, dass dieser Vorhang scheinbar zu dieser anderen Welt immer dünner wird. Denn offensichtlich sind diese andere Seite daran interessiert, dass wir diesen Materialismus etwas zurückdrängen, der uns hier in diese Wachstumsspirale, in diesen Abgrund des menschlichen Seins gebracht hat, und wieder in die andere Richtung zu lenken, diese Spiritualität wieder etwas zu forcieren und zu zeigen, dass es eben noch eine andere Seite gibt, die nicht messbar ist. Also wir sind auch wieder dabei, wirklich mit hochkarätigsten Forschern zu sprechen, die in Deutschland noch wenig bekannt sind, wie Barbara Lamb. Ich bin auch bei Dr. Stephen Browdy, auch ein Parapsychologe in den USA, der Fälle dokumentiert hat, ein Familienvater, der bei vollem technischen Ausstattung Tageslicht Tische zum Levitieren bringt, eine Dame, die, wenn sie nervös wird, Blattgold ausschwitzt am ganzen Körper. Alle diese Fälle, Spukphänomene, deuten natürlich wieder eben auf diese erweiterte, größere Wirklichkeit hin, dass wir hier eben nicht beschränkt sind auf diese Realität, sondern dass diese Realität offensichtlich ein biologisches Konstrukt unseres Körpers darstellt. Wir sind hier in der Forschung noch relativ am Anfang, und ich denke auch, dass die Hardliner in Zukunft sich schwer tun werden, alle diese Fälle, die wir hier versuchen zu dokumentieren, aufzuzeigen, alles wissenschaftlich untersuchte Arbeiten der breiten Bevölkerung zugänglich zu machen. Also, ich freue mich wirklich auf euch, dass ihr mir hier auf meinen Kanal so folgt und ich euch Dinge näher bringen kann. Und ich danke euch auch für die Unterstützung und freue mich wieder auf die nächsten Projekte. Und bis bald, euer Nepomuk Meyer.